Mal sehen, welche Presseberichte die Devisenmärkte am Mittwoch, den 3. Februar, erschüttern können. Hier ist der Wirtschaftskalender. UK Services PMI für Januar erscheint als erstes um 9.30 Uhr. Der Index schwächte im Dezember ab, blieb aber deutlich über der 50-Punkte-Marke, was eine Expansion des Dienstleistungssektors anzeigt. Die Eurozone-Einzelhandelsumsätze für Dezember folgten um 10. Im November erlitt der Umsatz einen enttäuschenden Rückgang, als Brennstoff-, Non-Food- und Nahrungsmittelsektor alle schrumpften. Um 13.15 Uhr sind die US-ADP-NFP für Januar dran. Die Dezember-Daten waren viel stärker als erwartet und in der Tat wurde der positive Trend später von dem Arbeitsministerium bestätigt und der genau beachtete US-ISM Non-Manufacturing Composite Index für Januar schließt den Zeitplan um 15 Uhr. Im Dezember fiel der Index auf ein 18-Monats-Tief, steht aber immer noch ganz im positiven Bereich. Ich bin Luis Makolle mit dem Wirtschaftskalender für Mittwoch. Auf Wiedersehen.